Ich sah die Bestien mit eigenen Augen. Alle sind verschwunden. Die Monster entführten sie bei der Feldarbeit. Götter, rettet uns! Oh. Was ist geschehen? Wir wurden von Dämonen angegriffen. Sie haben den Jungen. Welchen Jungen? Warum hat sie niemand aufgehalten? Ich wollte, aber ich bin nur ein Bauer, kein Krieger. Der Junge war verrückt. Er dachte, er könnte gegen die Dämonen kämpfen. Er ist nur ein Junge am zerstörten Turm. Ich lief weg. Ich bin... Ein zerstörter Turm. Ich kann einen Jungen nicht allein in der Wüste lassen. Ich muss ihn finden. Ich entkam Anubis. Das muss der zerstörte Turm sein, den der Verrückte erwähnt hat. Dann hat er also nicht nur Unsinn erzählt. Junge, was machst du alleine hier draußen? Das geht dich gar nichts an. Was will denn ein Beschützer hier? Es gibt Gerüchte über verschwundene Dorfbewohner, Dämonen und einen vermissten Jungen. Unser Dorf ist nicht verschwunden. Wir wurden von Banditen entführt. Nur ich bin noch übrig. Aber ich gehe zurück und rette meinen Vater. Wenn du alleine in die Wüste gehst, wirst du sterben. Dann sterbe ich. Was soll ich denn sonst tun? Du bist tapfer, aber töricht. Dein Vater würde sicher wollen, dass du lebst. Ich lass dich nicht alleine gehen. Gehen wir weiter. Der Wind wird stärker. Nicht? Beeilen wir uns. Die Wüste verschlingt uns, wenn uns die Hyänen nicht zuerst finden. Folge mir. Dein Vater! Bist du sicher, dass er lebt? Nein, aber ich muss es versuchen. Meine Mutter starb vor vielen Fluten. Ich erinnere mich nicht an sie. Mein Vater zog mich alleine groß. Ein Sandsturm! Wir müssen geradewegs da durch! Ich habe keine Zeit, um zu warten. Ich muss ihm sein Pferd bringen. Tot oder lebendig, er wird es im Jenseits brauchen. Wenn er lebt, dann rette ich ihn. Wenn nicht, dann ehre ich ihn durch meinen Tod. Dann reiten wir gemeinsam durch die Gefilde der Binsen. Wow. Wir müssen los. Junge, du musst hierbleiben. Der Weg ist zu gefährlich. Ich werde tun, was ich kann, um deinen Vater zu retten. Meinen Vater zu retten ist meine Pflicht, nicht deine. Und ich bin kein Junge. Ich bin Raotep von Dionysios. Ich gehe. Ich bin Bayek von Siva und ich bringe dich nicht in Gefahr. Das mache ich selbst. Du bringst mich nicht in Gefahr. Ach, verflucht, Raotep. Ich hätte dich festbinden sollen. Wir haben uns erst kennengelernt. Und doch bin ich immer ehrlich zu dir gewesen. Ich werde meinen Vater retten. Du bist zu nichts verpflichtet. Und du kannst mir überhaupt nichts verbieten. Ich bin nicht dein Sohn. Du bist nicht der Einzige, der Pflichten hat. Ich bin ein Magi. Und meine Pflicht ist, andere zu schützen. Magi? Die gibt es doch gar nicht mehr. Nur Philakes, die Dörfer plündern und Mütter ermorden. Die Beschützer sind korrupt. Wir brauchen neue Magi. Neue Beschützer. Das Volk und die Magi müssen zusammenstehen, Raotep. Das sehe ich nicht. Ist die Göttin die Antwort? Kleopatra? Das kann ich nicht sagen. Einer muss die Aufgabe der Magi erfüllen. Die Ehre und Ägypten gehen beide vor die Hunde.
Ich werde Kinder haben und sie erziehen, damit die Ehre in ihnen weiterlebt. Hier drüben. Vorsicht! Wir sind beim Banditenlager. Ihre Wachen sehen uns noch. Dieser Ort wird schwer bewacht. Rautep, mein Sohn war wie du. Auch er kämpfte den Kampf eines Mannes und starb dabei. Bleib bitte versteckt. Nun gut, Baik. Diesmal werde ich auf dich hören. Aber wenn du fällst, nehme ich deinen Platz ein. Siehst du den Wachturm dort? Von Zeit zu Zeit verlassen die Wachen ihre Posten, um zu pissen. Dann können wir durch. Du hast einen Sinn für Strategie. Dein Vater muss stolz auf dich sein. Nun bleib im Schatten und warte. Ob es hier sicher ist. Dörfler, auf geht's. Wir müssen das Gebiet verlassen.
Schnell, hier entlang. Da drüben stehen Pferde. Beeilung, weg hier. Rahotep, du lebst! Sind alle wohl auf? Wo ist mein Vater? Rahotep, es tut mir leid. Die Dämonen brachten ihn zur Krokodilgrube. Was hätten wir tun können? Dämonen bluten nicht wie die. Hört auf mich. Jeder von euch schuldet meinem Vater sein Leben. Turo. Er ließ sich auspeitschen, um die Ehre deiner Tochter zu retten. Und du? Er hat die Wüste durchquert, um deinem Vater einen Heiler zu holen. Und jetzt braucht mein Vater euch. Wenn er noch lebt, retten wir ihn. Wenn nicht, rächen wir ihn. Auf jeden Fall kämpfen wir. Wahrlich, du bist deines Vaters Sohn. Du hast recht, Rahotep. Dämonen oder nicht, wir folgen dir. Sind wir bereit? Wir sind bereit seit dem Tag, als diese Dämonen uns angriffen. Was? Oh. Stirb endlich! Friss das, du Ratte! Wer ist da? Was geht hier vor? Bitte, nicht noch mehr! Wer bist du? Warum bist du hier? Ein Freund. Kannst du gehen? Wir müssen dich hier rausbringen. Ich glaube nicht. Ich sehe nichts. Sie haben mich gefoltert und geblendet. Es gibt einen Dock vor dem Lager, da ist es sicher. Vater, du lebst. Was ist los? Die Dämonen nahmen mir das Augenlicht, aber meinen Sohn nahmen sie mir nicht. Du hast mich gerettet, Rahotep. Er hat uns alle gerettet. Er hat 5 Dämonen erschlagen, ich hab's gesehen. Rahotep, ab heute bist du ein Mann. Du hast dir dein Pferd verdient. Ich kann nicht mehr anführen. Das musst du jetzt tun. Vater... Bayek von Siva ist auch hier. Er kämpfte mit uns. Du wirst in unserem Dorf immer geehrt werden. Heute Abend richten wir ein Fest aus. Bist du unser Gast? Dein Sohn ist tapfer. Es war eine Ehre, ihm zu helfen. Auch wenn er in Zukunft keine Hilfe mehr braucht. Er wird ein guter Anführer. Doch nun muss ich meine eigenen Dämonen jagen. Thank you.
mir noch. Nun ist Kette. Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Töte dich! Hey, was? Schützt den Nerv! Aus dem Weg! Ihm nach! Verschaffen, der ist getroffen!
muss ich vorsichtig sein. Einfach. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Was? Stirb, du Sau! Hey, was? Leg's weg, Schwachkopf! Was? Ich bring dich um! Wir müssen aufholen! Hab ich dich! Hey! Stirb, du Sau! Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht, es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn.
Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Dort, siehst du das? Ah ja, zeigst du Bayek schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit dem Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört? Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Metzschei! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Sehr gut gemacht. Das Seefahren liegt dir im Blut. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Franz finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Du musst es. Bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Da! Noch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadid werden Reis Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala, alala! Die Flotte erwartet Befehle, Aja. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Fahre nicht mit Munition. Klotzen! Nicht kleckern! Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann! Alala! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Feuer! Wer war noch bei der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist. Fahre nicht mit Munition. Klotzen, nicht kleckern. Volle Fahrt! Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen und es wird Feuer auf sie herabregnen. Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Im Rhythmus! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Feind! Die
Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Zwei Schiffe versenkt. Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit drei gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer, bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Oktere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon, ersticken sollst du an diesem alten Fisch. Kopf hoch, alter Mann. Beleidige die Götter nicht ohne Grund. Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. Ein Biest muss noch erlegt werden. Mehr Geschwindigkeit! Zugleich! Kommt schon! Deckung! Erhöht das Tempo! Wir werden angegriffen! Deckung! Erhöht die Schlagzahl! Wir rammen sie! Erhöht das Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Feuer! Auf geht's! Normale Fahrt! Zugleich! Normale Fahrt! Jungs! Mehr Tempo! Deckung! Schneller! Schneller! Rudert schneller! Wir haben sie angegriffen! Schneller! Wir rammen sie! Mehr Tempo! Das ist der Rhythmus. Im Rhythmus bleiben. Wir rammen sie. Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! So gefällt mir das. Die Götter haben Humor, Aya. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wiederentdeckt. Bayek, du bist ein glücklicher Magi. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller. In der Hitze des Gefechts. Bei Zeus. So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolemäus Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Aya. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin!
Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Ist die Königin wohl auf? Alles gut. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philaketei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13., Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philaketei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Tretet zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Gäste, Legionär, rühren! Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später. Pompeius war euer Gegner, Caesar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Caesar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle!
Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Aya, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Seltsam. Es muss einen Weg geben. Herum! Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Wohin jetzt, meine Liebe?
Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten... Sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand... Immortalis. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar. Unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden.
Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Was? Achtung! Was? Hey, was? Allen guten Geistern verlassen. Was? Da bist du ja. Welch glückliche Fügung. Achtung. Danke. Die Götter segnen dich. Oh, zu stark. Hau weg hier. Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Hey. Das
Opfer! Stirb! Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie... Sie gingen nach... Wohin? Wohin? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Ich brauche jetzt ein Pferd. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Ja! Oh, da kenn ich mir noch. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis die Götter. Meine Mitbürger! Wir müssen zu den Waffen greifen! Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter sind auf unserer Seite. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lass die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste.
Was ist das denn? Was? Zerquetsch mal einer diese Lotus. Dass ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschickt habe. Halte ich dich, ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. In Zeus' Namen hast du meinen Hauptmann getötet!
Ptolemäus' Männer brechen durch. Nein. Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Alle, ihr Jagter Est! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Mechai, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen! Ha! Hey! Hey! Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Acht nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Zieh nach hinten! Zieh nach hinten! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hey, was? Wir schießen! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Okay. Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirklich beeilen! Wirf fester! Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Jederzeit, Bayek! Man wird Lieder über uns singen! Und jetzt, auf zu den Schiffen! Wir werden Helden des Schwerts und Verstands! Die Linie geht über drei Stadien. Laut unseren Spekulatoris führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus! Ad Victoriam!
Mutter! Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen! Fortinus! Bald gehst du in die Duat ein! Sei bereit! Komm, Jugurtha! Angriff! Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt! Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan! Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek! Du kannst dich immer noch retten! Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Ah, da kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Bayek von Siva, endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen! Du mich vermisst? Halt, Bayek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht.
Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdammt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter! Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung.
Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war in Siwa. Auf die Bruderschaft. Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siwa. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Remus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Bewegung! Los, nicht mit dir! Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen... Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Arya, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Da sind ja Wachen. Hier ist doch irgendwas im Gange. Etwas ist faul. Das sind alles Römer. Caesars Männer? Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Glaubst du, du kannst mich damit besiegen? Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Zappeln. Du überlebst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siwa. Siwa? Balk, Aya. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades.
Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Wow. Es wird gefährlich. Oh. Schaltet die Eindringlinge aus! Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Rabia, was ist geschehen? Ayek. Aya. Beeilung. Hepzifer, das Gewölbe. Rabia, wir kommen zu dir zurück, wenn es geht. Vorsichtig. Da! Tötet sie! Ayek, es wird gefährlich. Energie.
Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Wer hat es erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek! Bayek! Das ist Hepzifer. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifer wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Bayek! Ah. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst dem ein Ende setzen. Bayek, Aya, die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Lasst die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. Hepzifer, wo bist du nun, mein Freund? In den Gefilden der Binsen? Bayek, Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Remo und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Ich